Hi, herzlich willkommen zu unserem Video über den Westfälischen Frieden. Dahinter verbirgt sich ein wahrer Verhandlungsmarathon, der den verheerenden 30-jährigen Krieg 1648 endlich beendet hat. In diesem Krieg standen sich Katholiken und Protestanten gegenüber. Er begann 1618. Ein Video dazu findet ihr oben auf dem i. Ja, aber jetzt lasst uns mal einen Blick darauf werfen, wie dieser Krieg beendet wurde. Los geht's. Deutschland in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Seit drei Jahrzehnten tobt ein blutiger Religionskrieg, der sich zu einem Konflikt um die Vorherrschaft im Reich ausweitet. Deutschland ist so zum Schlachtfeld europäischer Mächte geworden. Zahllose Städte und Dörfer werden verwüstet. Mehr als ein Drittel der Zivilbevölkerung wird Opfer dieses Krieges. Millionen Menschen sterben durch Gewalt, Krankheit und Hunger. Nach fast 30 Jahren Kampf setzt sich bei den Kontrahenten die Einsicht durch, dass das Blutvergießen ein Ende haben muss. . 1645 machen sich Abgesandte der Kriegsparteien auf den Weg, um einen dauerhaften Frieden zu schließen. Delegierte aus ganz Europa versammeln sich in den vom Krieg verschonten Städten Osnabrück und Münster in Westfalen. Es ist der erste europäische Friedenskongress der Geschichte. Drei Jahre werden die Friedensverhandlungen dauern. Bis zuletzt ringen die Delegierten um eine Lösung. In der Gewissheit, dass nur ein Ausgleich zwischen den Mächten und den Konfessionen Frieden bringen kann. Im Jahr 1648 wird der Ratssaal von Münster zum Schauplatz einer historischen Einigung, des Westfälischen Friedens. Hier wird zum ersten Mal auf einem europäischen Kongress eine europäische Friedensordnung, die eine Rechtsordnung und eine Gleichordnung der einzelnen Länder Europas ist, etabliert. Die Kriege sind damit nicht beseitigt, aber ein fundamentalistischer Krieg wie der 30-jährige Krieg ist danach nicht mehr durchgeführt worden. Im Westfälischen Frieden streben die Unterzeichner eine Balance in der Mitte Europas an, um die machtpolitischen und religiösen Gegensätze auszugleichen. Er wird zum Grundgesetz des Reiches. Die konfessionelle Teilung und die territoriale Zersplitterung werden festgeschrieben. Dies ist der Preis für den ersehnten Frieden. Das Reich der Deutschen bleibt ein Flickenteppich aus vielen Territorien. Das Reich hat fortexistiert, aber es ist auch keine zentrale Monarchie geworden, sondern es hat fortexistiert als ein föderaler, defensiver, auf Verteidigung ausgerichteter Reichsverband. Und damit hat es die föderalen Traditionen, die tief in der deutschen Geschichte wurzeln, aufgegriffen und bestätigt. Und man kann hier Traditionslinien sehen, die vom 16. Jahrhundert über 1648, über 1949 bis in das Deutschland von 1990 reichen. Die Nachricht vom Friedensschluss verbreitet sich schnell im ganzen Reich. Er schafft einen dauerhaften Religionsfrieden. Bis heute bestimmt er weitgehend den Verlauf der Konfessionsgrenzen in Deutschland. Er ist Ausdruck einer Einheit in Vielfalt. Einheit in Vielfalt. Der Westfälische Friede beendete einen Krieg, der Teile Europas und vor allem Deutschlands verwüstete und entvölkerte. Sein Ende war der Beginn einer neuen Epoche Europas. Pax optima rerum. Der Frieden ist das höchste aller Güter. Das wurde auch schon damals festgehalten. Auch in der heutigen Zeit würde ich das so unterschreiben. Wie seht ihr das? Ist der Frieden wirklich das Höchste? Oder sagt ihr, naja, manchmal muss es vielleicht sogar Krieg geben, damit die Verhältnisse neu geordnet werden? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und falls euch dieses Video hier gefallen hat, dann abonniert doch einfach diesen Kanal und ihr bekommt noch weitere Videos dieser Art. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.